Besondere an dem Fahrzeug ist natürlich, dass es auf Bergrennen und Leichtbauweise ausgelegt ist. Es wiegt ja nur 410 Kilo. Und das ist nicht nur typisch für die Zeit damals und für die Renngeschichte und auch das Besondere, warum der Wagen so erfolgreich war. Das hat auch damit zu tun, dass ich dann eben ganz besonders vorsichtig mit diesen filigranen Materialien umgehen muss. Diese Außenhülle ist so dünn, da scheint sogar das Licht durch, wenn man einen Scheinwerfer drunter stellt. Und da muss man natürlich ganz besonders vorsichtig und auch mit den gealterten Materialien besonders umsichtig vorgehen. Die grundlegende Aufgabe ist natürlich die Reinigung des Fahrzeugs. Über die Jahrzehnte, in denen es eingelagert war, hat es Staub angesammelt und ähnliche Dinge. Es ist ja einfach in Ruhe gelassen worden. Und davor, bevor man sowas reinigen kann, muss man auf jeden Fall die Stellen festigen, wo sich die Lackierung zum Beispiel anfängt abzulösen, damit man bei der Reinigung nicht Substanz verliert. Es ist auf jeden Fall unglaublich kunstfertige Arbeit und es ist ein Stück Kulturgut, weil ein Stück Mobilitätskultur da drin heute noch unverändert zu sehen ist. Also was sehr spannend an dem Wagen ist, ist, dass eben der sein unverändertes Rennleben zeigt. Von der Art und Weise, wie er gebaut ist, eben diese Leichtbauweise und die Faserlaminate und ähnliche Dinge. Auch die dünne Lackierung und die ganzen sozusagen kleinen Spuren von irgendwelchen Blessuren von der Rennstrecke, inklusive die sehr, sehr pragmatische Reparatur, wie man das gemacht hat an der Rennstrecke. Das ist alles an dem Fahrzeug zu sehen und ich finde es auch schön, dass Porsche solche Fahrzeuge jetzt auch nach außen zeigt und diese Geschichten dann damit erzählt werden und auch das Auto seine Geschichte erzählen kann.